Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalPN100, der mit der Zahlen dran. Herzlich willkommen zurück zu L.A. Noir, wo wir Mordfälle, Brandfälle, Raub und alles Mögliche lösen, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir befinden uns aber, glaube ich, in den letzten Atemzügen. Nicht im letzten Fall, aber im drittletzten, soweit ich weiß. Und die ganze Sache bewegt sich auf ihren Höhepunkt zu. Wir haben unsere Geliebte dazu überredet, zu Kelso zu gehen, der, als dem wir hier gerade dieses Dokument lesen, und ein bisschen was anzuheizen und einen Fall zu lösen. Denn wir sind ein bisschen machtlos von unserer Stelle aus anscheinend, weil wir ja im Branddezernat sind. Wir lesen hier gerade die Polizeiakte zu einem Opfer. Unabhängige Gutachten des Firstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der, das geht so langsam, Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Okay, also es ist, so wie sich das hier liest, ist daraus zu entstehen, dass hier gut vertuschter Baupfusch betrieben wird, mit Absicht anscheinend. Da wird billiges Zeug gemacht, billig verarbeitet, billig gebaut, das wird aber gut versteckt, sodass man es nicht erkennt. Und Zeugen haben jetzt auch gesagt, bei diesem Unfall hier, das lag nicht daran, dass er sich doof angestellt hat, sondern das war alles einfach, da hat alles nachgegeben, da ist alles zerbrochen, da ist einfach alles. Und er hat auch die Sicherheitsvorschriften eingehalten. Also es ist auf jeden Fall nicht durch menschliches Versagen passiert. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis-Jan Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer, na komm schon, Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Developments keine Schuld trifft. Das ist ja komisch. Die Versicherungssumme dieser Police sollte im vollen Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 1947. Okay. Zu damit. There's something else in that report. I know it. Na, dann machen wir noch mal auf. Aber was soll da noch drin sein? Was soll da noch drin sein? Roof. Kann ich das Ding vielleicht auch nochmal umblättern? Kann das sein? Na komm, runter, 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 runter. Ah! Okay, der Polizeibericht steht dran, dass das tatsächlich einfach nur ein schlimmer Unfall war. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Okay. Warum ist das jetzt hier so ein Problem, dass $20,000 da sind? Das müssen wir jetzt ja schon fragen. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Okay. What are you talking about, Miss Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? Tun wir uns jetzt gerade einen Gefallen, indem wir mit Absicht sie falsch interpretieren, oder sollten wir sie trotzdem richtig interpretieren? Weil eigentlich ist sie ja quasi unsere Verlängerung, also Cole Phelps seine. Warum sollten wir jetzt gegen sie arbeiten? Verbindung zu Buchwalter. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yep. Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Okay, also ein Techtelmechtel-Verhältnis aufgrund von Abstammung. Und warum haben sie sich dann gestritten? So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Okay, damit sagt sie sogar die Wahrheit. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. You're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved.
That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. Die scheint auch irgendwie Freier anzulocken, ne? Not the phone number. Du Dreckschwein. Und du gibst sie ihm auch noch. Du Bitch. Du bist an mich vergeben. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Mhm. Wir spielen tatsächlich Kelso, liebe Leute. Sie begleitet uns, aha. Wehe, du touchst uns an. Ich habe nämlich gerade eine neue Schnalle klar gemacht. Hm? Die werden wir mal anrufen am Ende des Tages. Oh weh. Oh weh. Die sollte doch eigentlich... Nicht, dass die uns nochmal betrügt hier, ne? Wir verlassen uns ja auf sie. Jetzt macht die hier noch den Kelso an, streitet uns gegeneinander aus, dann gibt es einen riesen Stress, dann müssen wir Kelso erschießen, weil er uns im Weg steht, bei unserer Frau. Die einzige, die wir noch haben, unsere richtige Frau hat nämlich uns die Tür vor der Nase zugemacht. Brauchst mich nicht begleiten, ich sehe die Tür mit der goldenen Klinke, vielen Dank. Der spielt Golf, natürlich. In den Hut. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah yes, Jack, I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's something a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. With it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? Du spielst Golf. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Die Obrigkeit steht einem im Weg. Nun gut, liebe Leute, wir sehen, in Kelso ist irgendwas passiert, abseits davon, dass er Gefallen an der Frau findet. Boah, Wahnsinn, die holen uns ihr Auto sogar vor. Oh, wir müssen nicht fahren, wir können einfach an unser nächstes Ziel springen. Ist das jetzt wirklich? In Kelso hat sich was geregt, der will das Ding untersuchen. Tatsächlich, es funktioniert, ihr seht's. Boah, ah, wie geil ist das denn? Und wir untersuchen den Fall jetzt. Natürlich, ohne dass unser Boss was da will. Der will, dass wir das Ganze... loswerden und einfach die Frau dazu bringen, dass sie das Geld nimmt. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir fahren zu Elysian. Hier waren wir schon mal als Phelps, aber konnten nichts tun. Vielleicht als Kelso. Vielleicht als offizieller irgendwas, Dude. Hallo? Ist hier jemand? Da liegt was. Ein Zettel. Hoffentlich keine Telefonnummer. Sagen wir hier, War Ravens Eisenwaren und Baubedarf. Mhm. Fletcher Drive, Los Angeles, California. Kunde Elysian Fields. Haben Zement gekauft. Baustelle Council Street, gelieferte Ware, Portland. Portland Zement, 2 Tonnen. Fundamentsand, grob 8 Tonnen. Ein viertelklassierter Zuschlagstoff, 16 Tonnen. Okay, ein Lieferschein über Zement von Wall. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Ja, die machen das hier auf jeden Fall billig. Die machen das billig. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass die hier irgendwie anscheinend mit Absicht
Da stimmt doch was ganz und gar nicht hier. Was ist das denn? Department of Building and Safety. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil 1 Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Bauvorschritt an der Normandie Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall vom 28.01.47 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Was? Das ist doch Beweisvernichtung im großen Stil. Datum des Bescheids, 22. September. Bulldozing and starting again. Das macht man aber auch nicht einfach so. Was? Es sei denn, es kostet halt nichts, weil man eh billig arbeitet. Dann kann man das natürlich mehrmals machen, ne? Das ist dasselbe, was Phelps schon mal in der Hand hatte. Delays are not tolerated. Construction Schedule. Empfänger Frank Osterman. Leland Monroe, das ist der Chef von Elysian. Verzögerungen werden nicht geduldet. Aha. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Ja, das ist normal, ne? Okay, dann haben wir das hier auch. Haben wir vielleicht noch irgendwas zu finden? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns jemand auf die Schliche kommt, wenn wir jetzt rausgehen. Hey, just can't be walking around down here. Doch, kann ich, sehen Sie doch. From California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Ah, ah. Huh. Komm her. Schlag dich. Ich bin ein bisschen stärker als du im Faustkämpfen. Und jetzt... Schlag! Komm her. Komm her. Zack, und noch einer ans Kinn. ...where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. Three houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Jetzt fühl dich nicht noch stark. Wir können dich gerne nochmal verprügeln, wenn du willst. Alles klar, da fahren wir jetzt mal hin. Zerstörtes Haus. Zack. Geht ja schnell. Ah, schön. Wir sind allein unterwegs und können trotzdem die Autofahrten überspringen. Es ist einfach der Himmel. Vielen Dank, Bondi. Vielen Dank. Okay, und dann gucken wir mal. Ach, du heiliger Dreck. Naja, Beweisvernichtung. Ganz klar. Eine rote Fahne, das ist das, damit sie wissen, dass sie es vernichten sollen, ha? Not for construction use. Not for construction use. Da steht's drauf. Hier wurden echt... Holz wurde hier verwendet, was nicht fürs Bauen geeignet ist. Das muss man sich mal geben. Guck ich das an. Hier ist wieder der Stein mit dem billigen Zement dran. Kacke, hier läuft was falsch. Elysium macht hier ganz, ganz, ganz im großen Stil selbst Versicherungsbetrug. Und der Einzige, der es vermutet hat, waren wir. Cole Phelps. Da hinten steht sogar einer. Den befragen wir doch gleich mal, ob der hier irgendwas weiß. Oh, das sieht so nach... Das ist, dem kann man nicht hin, was? Kommen wir hier runter? Nee, kommen wir auch nicht. Okay, liebe Leute, wir können den nicht befragen. Alles klar, Herr Kommissar. Laufen wir halt mal andersrum. Da ist der Schornstein eingestürzt. Gucken wir einfach mal auf der anderen Seite. Hallöchen, wer sind Sie denn? Halt die Klappe. Ich bin von Versicherung. Ich will gucken, ob ihr uns hier betrügt. Not for construction work. Das gibt's ja wohl nicht. Die machen ja hier wohl... Schreibt mich doch nicht so an. Ich tue ich doch gar nichts. Ich untersuche bloß Zeug. Jetzt geht's ja wohl los hier. Was haben wir denn hier? Hallo. Es vibriert doch, es vibriert doch. Ich kann nichts aufheben. Es vibriert, aber ich kann nichts aufheben. Redest du mit mir? Er redet nicht mit mir. Da ist es. Ja, das haben wir doch die ganze Zeit schon. Das ist nicht das richtige Keystone. Hier unten. Keystone Films. Das sind Filmutensilien? Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Ja, das ist allerdings eine gute Frage. Ach du Kacke, die holen das Zeug aus Filmstudios, um hier Wannabe-Häuser zu... Oh Gott, der verfolgt es mit einer Walze?
Schieße auf den Bulldozer zu verlangsamen. Ich kann doch nicht auf den schießen. Wie soll ich denn auf den schießen? Was? Halte Dings gedrückt, um den Fahrer anzuvisieren. Fall gescheitert. Alles klar. Müssen wir weiterrennen beim Schießen? Können wir beim Wegrennen schießen? Ernsthaft? Okay, dann versuchen wir das halt nochmal. Aber liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, erst im nächsten Part. Die wollen uns aus dem Weg räumen. Die haben gesehen, dass wir hier ermitteln. Wir sind an einem heißen Fall dran. Immer noch. Wir finden langsam raus, dass die ihre Rohstoffe tatsächlich auf billigste Art und Weise produzieren. Hier ist irgendwas ganz doll faul. Wenn ihr rausfinden wollt, was, schaltet wieder ein zu LA Noir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.